Meine Damen und Herren, willkommen im Video. Heute gehen wir zum Spiel Alanyaspor gegen Galatasaray. Galatasaray. Dieser Mann ist 51 Jahre alt und er war noch nie live in einem Stadion. Hast du Lust? Aber Hangitaka muss uns sein. Ich wechsle. Mit dabei, Enerson. Galatasaray. Ja. Ja, was? Oh, die Bombe. Koschürus, Portakal. Aber Galatasaray kommt. Allah kokuyor bak. Görüyorsunuz. Alemin kıyarı gimiyor. Geliyor. Arkadaşlar büyüyecek üzüm olacaklar. Bunlar büyüyecek üzüm olacak. Bir Antalya olarak Alanyaspor'u destekliyoruz. Abi ayıp oluyor ha. Niye? Galatasaraylıyım ben. Bana ne? Atmosfer bayağı iyi. Valla kas. Get down. Yanlış. Doch. Bei mir sieht man nicht. Nelson. Aslan benim. 2-1 Alanyaspor alacak maçı. 3-1 Gala. Also ich sage 4-0 für Gala. Hadi lan oradan. Noch wenige Sekunden zum Anpfiff. Das Spiel Alanya gegen Galatasaray startet jetzt! Einer der besten Auswärtstribünen, die ich hier erlebt habe. Wieso? Walla. Wieder, wenn du das erste Mal im Stadion bist. Oh mein Gott! 18. Minute, der Trainer von Alanyaspor bekommt die rote Karte. Meine Damen und Herren, dieses Video wird gesponsert von Foodmob. Foodmob ist eine App rund um den Fußball, in der ihr alle Ergebnisse und News über die Fußballwelt erhalten könnt. Unter anderem auch für die türkische Liga. Ich bin heute live im Stadion für das Spiel Alanyaspor gegen Galatasaray. Ihr wisst, ich bin Gala-Fan und wir befinden uns aktuell auf dem ersten Platz der Super League. Für Gala ist dieses Spiel ein Leben- oder Todspiel, weil ein Punkteverlust könnte dazu führen, dass Gala die Meisterschaft abgibt. Nur 2 Punkte trennt Fener von Gala. Das Hinspiel konnte Gala 4-0 für sich entscheiden. In der App Foodmob sieht man zum Beispiel alle Tore, alle Statistiken, alle Karten und sogar alle Verletzungen. Ihr habt einen detaillierten Einblick auf das gesamte Spiel. Und jetzt kommen wir zu einigen wichtigen Erkenntnissen zum Spiel. Alanyaspor ist seit 7 Spielen ungeschlagen. Scheiße, Bruder, ich wusste das gar nicht. Haben die 6 meisten Tore in der Liga erzielt und auf Oğuz Aydın sollte man aufpassen. Ein sehr gefährlicher Mann. Sehr, sehr interessante Statistiken, die uns hier Foodmob zeigt. Wir haben die 2. meisten Tore der Liga erzielt, 16 Spiele zu 0, Platz 1 in der Türkei und zudem seit 5 Spielen ungeschlagen gegen Alanyaspor. Digga, das wird ein heißes Spiel. Foodmob ist eine Fußball-App, die perfekt für den Fußballfanatiker konzipiert ist. 3-0 Alanyaspor und Hattrick Efecan Karaca. Soll das, Digga? Ladet euch Foodmob über den Link in der Videobeschreibung herunter, um nichts über den Fußball zu verpassen. Vielen Dank für die Kooperation und weiter geht's mit dem Video. Merkens. Foul. Onu yedik vermedi hakem Allah'tan. Vermedi. Oğuz Aydın, entspann dich mal ein bisschen, mein Bruder. Wow! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wilfried Zaha, Hakim Ziyech und Kahn Erman Show. Mit Ansage, einer von den beiden wird gleich stressen. Das Spiel läuft noch. Aber ich muss kacken, oder ich habe? Ja, ne gidiyoruz. Şimdi çay zamanı. 0-0. 0-0. İkinci yarı başlıyor beyler. Hakim Ziyech und Kaan Ayhan sind im Spiel. Onlar kullanacaklar, atamayacaklar. Abi sen bu işi biliyorsun. Hakim Ziyech. Er rübelt direkt auf. Oh mein Gott, ich glaube, das war ein Elfmeter. Penalti değildi. Penalti olsa bilirim. Penalti değil. Gördün mü? Gördün mü? Sen sen geliyor gol dedim ben sana geliyor. Geliyor dedim ben sana geliyor.
Digga, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, was ist das denn für ein Tor, Digga? Wir sind am Lido, Lido. Rasiert, wallahi billah. Gerek yok. Wow. Mahalle maçına döndü. Jungs aufhören. Ich meinte 4-0, ein Tor fehlt noch. Die ersten Fans gehen nach Hause. Ja, das ist schwer, aber ich bitte. Es fällt das 4-0. Der Torschütze lautet Mauro Icardi. Allah'tan ben takım tutmuyorum. Ekmek spor. Schau und... Kakao.